Ich freue mich natürlich immer wieder in der Allianz Arena zu spielen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung immer in der Saison. Das ist das schwierigste, aber auch das schönste Spiel. Man kann da reingehen, man kann sich mit den Besten messen und deswegen muss man da wirklich mit Spaß dahin fahren, als Herausforderung sehen. Und wie gesagt, wir haben einmal da bestanden und wir werden morgen alles tun, um wieder da zu bestehen. Vor allem haben wir es geschafft, da hinter die letzte Linie von Bayern zu kommen und ihnen da immer wieder weh zu tun. Ich denke, dass das auch diesmal wieder unser Plan sein wird, dass wir versuchen, gute Konter zu setzen. Wir wissen, dass sie sehr hoch stehen und wir müssen natürlich sehr kompakt stehen. Wir dürfen ihnen keine Räume im Mittelfeld geben, dass sie sich drehen, weil dann hat man einfach gesehen, dass sie die Qualität haben und dann wird es richtig schwierig für uns. Unser Spiel ist noch nicht so, dass man sagt, okay, es ist reibungslos, wir arbeiten jeden Tag daran, dass es besser wird. Ich denke auch, dass wir jetzt in der Pause einen riesen Schritt gemacht haben, was die Automatismen angeht, was die Feinabstimmung angeht. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Dass wir jetzt Außenseiter in München sind, ich glaube, das ist fast jeder, bis auf Barcelona vielleicht. Also deswegen ist es für uns natürlich ein Spiel, da geht es darum zu bestehen, alles ein perfektes Spiel zu machen, alles rauszuhauen und dann werden wir am Ende sehen, was wir mitnehmen können. Ja, das geht mir genauso. Der Trainer weiß das auch, dass ich jedes Spiel spielen möchte. Es geht nicht immer, das muss man akzeptieren als Spieler, aber ich bin bereit. Wie gesagt, er hat viele Positionen für mich. Ich nehme diese Rolle an und wie gesagt, wenn ich auf dem Platz stehe, werde ich alles geben. Aber wäre es nicht schöner, irgendwie eine feste Rolle zu haben und da eventuell dann zur Säule zu werden? Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Das hatte ich nie in meiner Karriere, dass ich nur eine Position gespielt habe. Deswegen werde ich mich jetzt mit 33 da auch nicht mehr drauf festlegen. Ja.